Hallihallo meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wie ihr seht, wir sind zwar im Tropical Islands, aber wir sind im neuen Bereich. In Ohana Town sind wir jetzt gerade. Das ist ein Entertainment-Bereich, bestehend aus Billard, Dart, was könnt ihr, Karaoke-Box steht hier, Kicker haben wir schon gespielt, Shuffleboard habt ihr gespielt, Bowling könnt ihr machen. Also ganz viele Möglichkeiten, sich hier nochmal außerhalb des Schwimmens zu amüsieren. Hinten ist auch ein Restaurant und eine Bar. Das Ganze hier ist im neuen Hotelkomplex, wo wir auch übernachtet haben, wo ich euch heute auch nochmal das, wo ich euch in diesem Video auch nochmal das Hotelzimmer zeige und den ganzen, quasi neuen Anbau ans Tropical Islands, wo dieses ganze Ohana Town bestehend aus Lodge und Entertainment-Bereich sich befindet. Ich würde sagen, nicht so viel reden, lass uns mal loslegen. Ich zeige euch das Zimmer und ich zeige euch mal diese ganze Area hier. Viel Spaß! So, ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr vom Haupteingang in die Ohana Lodges kommt. Da kommt ihr rein, dann geht es hier in diese kleine Town, wo es auch die ganzen Einkaufsläden gibt. Das geht ihr erstmal weiter geradeaus. So, immer weiter geradeaus durchs Bali-Tor auf den Papagei-Dorf zu. So, hier vorne auf der rechten Seite ist der Heißluftballon, das Restaurant, und hier geht er links weiter. So, ihr seht hier mal auf dem Boden diese Beschilderung, der könnt ihr eigentlich komplett folgen. Da ist dann das Spieleparadies, hier biegt er links rein, wo es auch zum anderen Hotelkomplex geht. Hier steht dann auch nochmal ein großes Schild, dass ihr hier halt auch zur Bar kommt, zum Entertainment-Bereich. So, rechts das Spielland, dann hier die Treppen hoch. Wenn ihr Koffer habt, müsst ihr die Aufzüge benutzen vom Traveler Hotel. Aber ihr kommt dann auch über den Gang runter in die Ohana Lodges. Und hier ist jetzt der neue Ohana Eingang. So, dann hier gerade die Treppen hoch und hier seht ihr schon wieder die Ausschilderung. Ihr verlasst jetzt quasi die Halle. Merkt ihr auch gleich den Unterschied. So, da geht's ins Traveler Hotel und dann biegt ihr hier links ab und die Treppe runter. Und dann seht ihr jetzt hier schon den Anbau gerade drauf zu. So, und am Ende des Gangs seid ihr dann schon da. Hier geht's dann jetzt in den neuen Hotelkomplex. Habt ihr eine kleine Rezeption. Hier sind die Fahrstühle. So, 5 Etagen habt ihr beim Hotelkomplex. Übrigens, wenn ihr hier links geht, wo die Rezeption stand, dahinter geht es dann auch in das Ohana Town. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Hallo! So. Und jetzt zeige ich euch mal von außen, wie der Hotelkomplex aussieht. Und so sieht das dann hier oben aus. Und da geht es dann immer weiter. So, jetzt gucken wir uns mal das Zimmer an. Familienzimmer. Ich habe schon mal das Licht für euch eingeschaltet, damit ihr auch was seht. Wir gehen gerade mal durch. Hier gleich auf dem langen Flur, rechte Seite, seht ihr das Schlafzimmer für die Kids. Da haben wir einmal oben ein Bett und einmal unten ein großzügiges Bett. Jeder hat hier noch eine Lampe. Ihr habt einen schönen Sternenhimmel. Ohana-mäßig so eine schöne Leuchte hier unter der Decke hängen. Stauraum, einen kleinen Platz hier. Und ihr könnt rüber, wenn sie es nicht ganz runter machen, rüber gucken zu den Eltern. So, dann seht ihr schon hier mal so ein bisschen, um Klamotten aufzuhängen. Dann gehen wir weiter. Das, ich nenne es jetzt mal Elternschlafzimmer. Fernseher, kleines Sofa. Wir drehen uns einmal rum. Da die Möglichkeit, dann zu den Kids rüber zu gucken, falls ihr kleinere Kids habt. Ja, schönes, großes Doppelbett. Auch da wieder der Ohana-Look. Da hinten, was man so hat, eine kleine Kaffeemaschine, Wasserkocher. Und natürlich habt ihr hier noch ein bisschen Platz zum Verstauen. Auch da, und wir gucken hier noch mal kurz, haben wir hier noch was, kann man hier noch was öffnen? Hier kann man noch was öffnen. Hier habt ihr noch den kleinen, oh, ist sogar was drin, den kleinen Kühlschrank. Sehr schön. Und noch mal einen kleinen Stauraum. So, Schlafzimmer, Spiegel habt ihr auch noch, sehe ich gerade, hier hinter der Tür. Ich will euch ja nichts verheimlichen. Und dann den langen Flur wieder runter. Lauft ihr quasi direkt auf die einzelne Toilette zu. Das finde ich immer sehr, sehr nice. Dann kann man auch mal auf Toilette gehen, ohne dass alle durchrennen und duschen wollen. Also einmal die Toilette mit Waschbecken natürlich.
und gleich nebenan die schöne große Dusche, Regenwasserdusche sogar. Regenwasser? Regenfalldusche. Regenwasserfall. Naja, ihr wisst schon, großer Duschkopf. Ich habe das schon mal falsch gesagt, ne? Föhn habt ihr hier, Spiegelwaschbecken und auch nochmal hier ein bisschen was zum Aufhängen. Und für einen langen Tag eine Heizung, wo ihr dann mal euer Handtuch drüber hängen könnt. Ja, das ist das Familienzimmer. Ich blende euch gleich im Nachgang nochmal ein. Der Unterschied zwischen den normalen Doppelzimmern ist nur, dass ihr dann anstatt einer Dusche eine schöne große Zweimann-Badewanne habt, die noch ein bisschen mit Ambiente-Licht ausgestattet ist. Aber das ist Ohana Lodge Familienzimmer. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht schön aus. Ich mag hier diese Blüten hier, dieses Ohana. Sehr schön. Ja, und das soweit zu den Hotelkomplexen. Jetzt zeige ich euch noch Ohana Town. So, und das ist dann der Weg zu Ohana Town, wo ihr dann Bowling machen könnt, Dart spielen. Da gibt es auch Essen, Restaurant, die Bar ist da. Zeige ich euch jetzt alles. So, meine Lieben, guten Morgen, Tag 2. Wir gehen jetzt zum Frühstück. Ein bisschen anders, als wenn ihr bei den anderen Unterkünften übernachtet, ist hier das Frühstück in der eigenen Ohana Bar. Das heißt, wir gehen jetzt runter in den Entertainment-Bereich, wo wir auch gestern waren, wo die Bar und das Restaurant ist. Und da ist nämlich für uns auch heute das Frühstück aufgebaut. Nur für uns, die hier in der Ohana Lounge übernachten. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Zwei Stunden später. So, wir sind jetzt im Restaurant. Wir haben jetzt gerade bestellt. Ich zeige euch gleich mal, wie das Essen hier aussieht. Ist auch gerade, ist jetzt 18 Uhr. Ist relativ leer hier gerade. Da seht ihr, fast keiner da. Da drüben sitzen noch welche, da gucke ich nur nach hinten. So, standesgemäß habe ich mir den Ohana Burger geholt. Mit Spiegelei, Bacon, Käse und irgendwo ist dann noch Krautsalat. Und hey, das Steak Sandwich. Warum zeigst du nicht meins? Und eine Portion Pommes. Wir lassen es uns mal schmecken. Ja, passend zum Fazit würde ich sagen, lassen wir die Tage mal ein bisschen Revue passieren. Also neuer Themenbereich, finde ich sehr, sehr gut gelungen. Ihr hört auch die Musik im Hintergrund. Ich hoffe, vielleicht muss ich die rausschneiden, mal gucken. Bowling hat Spaß gemacht. Das ist natürlich eine tolle Abwechslung nochmal zum Schwimmen abends. Auch weil der ganze Raum hier klimatisiert ist, ist super angenehm. Wir waren ja gestern Abend dann noch hier kurz ein bisschen was trinken. Die Bar hat bis 2 Uhr auf. Auch Bowling etc. Also ihr könnt euch dann hier schön abends noch auch vergnügen. Auch Dart spielen, Shuffleboard spielen, Kicker habt ihr gesehen. Billard könnt ihr hier spielen.
Hinten das Restaurant hat geöffnet und wie gesagt, der Bereich hier bis 2 Uhr nachts könnt ihr euch hier noch schön austoben. Uns hat es sehr gut gefallen, ihr könnt auch sehen, ich finde, es ist auch thematisch sehr, sehr schön geworden. Also ich kann es komplett empfehlen, diesen neuen Bereich, wenn ihr im Tropical Islands seid, einfach mal auszuchecken, mal auszuprobieren. Selbst wenn ihr nicht hier im Hotelkomplex seid, geht hier ruhig mal rüber, schaut euch mal den Bereich hier an und ich denke auf jeden Fall, Bowling ist für die ganze Familie immer was, das kann man auf jeden Fall mal machen. Oder halt, wenn ihr mit Freunden da seid, abends nochmal schön in die Karaoke-Box. Sehr, sehr gut. Meine Lieben, habt ihr Fragen zum neuen Ohana-Bereich hier im Tropical Islands, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wenn ihr noch nicht habt, drückt gerne den Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Macht's gut. Bye, bye.